Durch Intuition finden Menschen in komplexen Situationen gute Lösungen. Woher kommt diese Intuition, die scheinbar zu den enorm wichtigen Werkzeugen des Menschen zählt? Könnten wichtige Erkenntnisse in der Wissenschaft, sei es in der Mathematik, in der Physik oder in anderen Bereichen, bei denen man sagt, es ist hier Intelligenz und Kreativität gefragt, auch von intelligenten Computern gemacht werden? Ist Mathematik wirklich ein mechanischer Prozess, der von jeder Erkenntnismaschine gelöst werden kann? Unterscheidet sich der Mensch somit technisch gesehen nicht vom Computer? Oder ist nicht alles formal beschreibbar? Können einige Erkenntnisse nur durch unsere Intuition, oder wie man es auch nennen will, gemacht werden? Schon Alan Turing, Mathematiker, Logiker und Informatiker, oder kurz auch oft der Vater der modernen Informatik, hat sich gefragt, ob es Probleme gibt, die Computer nicht lösen können, und kam zu dem Ergebnis, dass es Probleme gibt, für die es keinen Algorithmus gibt, und er konnte dies auch beweisen. Der Mathematiker, Logiker und Philosoph Kurt Gödel fand im 20. Jahrhundert etwas heraus, was Auswirkungen auf die Weltanschauung hatte. Polyominoes sind Flächen, die aus zusammenhängenden Quadraten bestehen. Die Aufgabe besteht darin, die ganze Ebene, welche aus Kästchen besteht, mit einem bestimmten Vorrat an Polyominoes zu füllen. Dabei darf man die Polyominoes drehen und sie müssen immer genau auf die Kästchen platziert werden. Die Frage, die man sich nun stellt, ist, ob man mit einem gegebenen Vorrat an Polyominoes entscheiden kann, ob es möglich ist, die Ebene mit diesen zu füllen oder nicht. Und fast noch wichtiger ist die Frage, ob man ein Computerprogramm schreiben kann, welches darüber entscheidet. Bis zu einer bestimmten Komplexität des gegebenen Polyomino-Problems können wir Menschen durch Sehen und Verstehen entscheiden, ob es möglich ist oder nicht. Bei diesem Polyomino sieht man zum Beispiel schnell, dass dies nicht klappen wird. Der Mathematiker und Ingenieur Solomon Wolf Coulomb, der auch Entwickler der Polyominoes ist, hat bewiesen, dass man kein Computerprogramm schreiben kann, das dieses Problem löst. Dies ist überraschend. Das wirklich Erstaunliche an der Tatsache ist aber, dass es überhaupt möglich ist, die Nichtlösbarkeit einer Sache nachzuweisen. Es bleibt nicht einfach bei der Ungewissheit, ob es nun eine Lösung dafür gibt oder nicht. Es sind auch nicht nur zahlreiche gescheiterte Versuche, die glauben lassen, dass man das Problem nicht lösen wird, sondern es wird nachgewiesen, dass es niemals so ein Programm geben kann. Dadurch kommen wir allgemeiner formuliert zu der folgenden Frage: Gibt es Aussagen, die wir nicht beweisen können? Anders formuliert, gibt es Aussagen, von denen wir nicht sagen können, ob sie wahr oder falsch sind? Ja. Das sagt der Unvollständigkeitssatz von Kurt Gödel. Dies ist ein Beweis dafür, dass unser Wissen begrenzt ist und dass wir in einem Axiomensystem niemals alles wissen können. Stellt man sich beispielsweise 1 Million Computer vor, die alle miteinander vernetzt sind und in ihrem System durch gegebene Definitionen immer neue Erkenntnisse machen und intelligenter werden, dann können nach Gödel diese Computer innerhalb ihres Systems mit ihren Definitionen und Sätzen niemals alles wissen. Bis Kurt Gödel ging man davon aus, dass die Axiome der Arithmetik widerspruchsfrei sind, also man immer beweisen kann, ob eine Aussage richtig oder falsch ist. Doch die nächste Stufe sollte nun sein, zu beweisen, ob man überhaupt beweisen kann, dass die Aussage richtig oder falsch ist. Neben richtig oder falsch gab es nun auch unentscheidbar. Als Einstieg kann man sich folgendes Beispiel anschauen. Es gibt diese beiden Sätze, die sich ineinander widersprechen.
Der Satz auf der rechten Seite ist richtig. Der Satz auf der linken Seite ist falsch. Nimmt man an, dass der linke Satz wahr ist, dann steht da, der rechte Satz ist richtig. Okay, schauen wir mal, was auf der rechten Seite steht. Der Satz auf der linken Seite ist falsch. Diese Aussage ist laut der linken Aussage richtig, also muss die linke Aussage falsch sein. Wir hatten aber angenommen, dass sie richtig ist. Das ist ein Widerspruch. Der Beweis von Gödel ist unglaublich komplex. Es wird bewiesen, dass es Sätze gibt, bei denen wir nicht sagen können, ob sie wahr oder falsch sind. Grob erklärt ist Gödel so vorgegangen. Er ordnete jeder Aussage in der Mathematik eine Zahl zu, Stichwort die nach ihm benannte Gödelisierung. Der Satz des Pythagoras solle zum Beispiel die Zahl 3 bekommen. Die Aussage 5 plus 5 gleich 10 hat aus irgendeinem Grund die Zahl 13 und so weiter. Jede denkbare Aussage hat eine Zahl. Nun gibt es dann auch Aussagen, die über die Richtigkeit der Aussagen urteilen. Die Aussage 12.314 ist richtig. Die Aussage 512 ist nicht beweisbar. Und so weiter. So könnte man die ganze Mathematik mit Zahlen darstellen, womit man wieder Aussagen über die Mathematik bekommen kann. Er schaut sich nun alle Aussagen an mit folgender Form. Aussage so und so ist nicht beweisbar. Er findet eine Zahl, also eine Aussage, die von sich selber sagt, dass sie nicht beweisbar ist. Er zeigt, dass diese nicht beweisbare Aussage wahr ist. Denn wenn man annimmt, sie wäre falsch, dann gilt, dass sie beweisbar ist. Alles, was beweisbar ist, ist wahr. Da wir aber angenommen haben, dass die Aussage falsch ist, ist das ein Widerspruch und die Aussage muss wahr sein. Hans Magnus Enzensberger beschreibt dies in seinem Gedicht Hommage an Gödel sehr schön. Du kannst deine eigene Sprache in deiner eigenen Sprache beschreiben, aber nicht ganz. Du kannst dein eigenes Gehirn mit deinem eigenen Gehirn erforschen, aber nicht ganz. Gödel war es gelungen, mit Mathematik über Mathematik zu sprechen. Gödel ist auch bekannt für seinen Gottesbeweis, den wir vielleicht mal in einem anderen Video behandeln könnten. Zum Schluss noch etwas zu seiner Person. Den Unvollständigkeitssatz stellte er im Alter von 23 Jahren auf. Der 70-jährige Albert Einstein und der 27-jährige Gödel hatten eine sehr ungewöhnliche Freundschaft. Zwei Genies, die sich sehr gut verstanden haben und ihr Fachgebiet revolutionierten. Gödel hatte sehr seltsame Angewohnheiten. Er trug selbst im heißen Sommer einen Wintermantel samt Hut und Handschuhe, um sich nicht zu erkälten. Er maß wie besessen seine Körpertemperatur und hielt sich an eine selbst erstellte Diät. Bei Einstein fühlte sich der menschenscheue Gödel sehr wohl. Einstein gefiel Gödels tiefes wissenschaftliches Denken und er sagte einmal, er komme bloß noch ins Institut, um das Privileg zu haben, mit Gödel zu Fuß nach Hause gehen zu dürfen. Der Physiker Freeman Dyson, der damals wie die beiden an demselben Forschungsinstitut forschte, sagte, dass Gödel der einzige gewesen sei, der sich mit Einstein auf Augenhöhe bewegte. Er wurde der größte Logiker seit Aristoteles oder der Mozart der Mathematik genannt. Gödels Größe ist unbestritten. Man könnte ewig über diesen Menschen erzählen. Doch Genie und Wahnsinn liegen dicht beieinander. Gödel hatte sehr Angst vor einer Vergiftung und verhungerte aufgrund dessen mit 72 Jahren.